Besteuerung bei Unternehmensgründung im belgischen Areal der Großregion. Zu den belgischen Ertrag- oder Gewinnsteuern zählen vor allem die Körperschaftssteuer und die Einkommensteuer. Eine Gewerbesteuer oder gewerbesteuerähnliche Abgaben werden in Belgien nicht erhoben. Das Ertrag- bzw. Gewinnsteuerrecht ist in Belgien grundsätzlich einheitlich ausgestaltet. Für alle drei Regionen gelten größtenteils die gleichen in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Steuergesetze und sonstigen steuerlichen Vorschriften. Unternehmensgründungen können grundsätzlich auf zweierlei Art und Weise erfolgen. Als Übernahmen oder in Form des Erwerbs von Beteiligungen an bestehenden Unternehmen, sowie als Neugründung, das heißt im erstmaligen Aufbau unternehmerischer Strukturen. Definitionen und Formen sogenannter Neugründungen in Deutschland sind in analoger Weise für die belgische Betrachtung heranzuziehen. Einzelunternehmer ist jede natürliche Person, die selbstständig eine berufliche Tätigkeit ausübt. Die Voraussetzungen für einen Einzelunternehmer sind also stets als erfüllt anzusehen, wenn eine natürliche Person einer wirtschaftlichen Betätigung auf selbstständiger und dauerhafter Basis nachgeht. Bei Personengesellschaften werden gegenwärtig folgende zwei Grundformen voneinander abgegrenzt: Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften mit Rechtspersönlichkeit. Als Beispiel für die Personengesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit ist die einfache Gesellschaft zu nennen. Beispiele für Personengesellschaften mit Rechtspersönlichkeit sind die SNC und die SCOM. Die klassischen Kapitalgesellschaften sind die SRL und die SA. Welche Rechtsform die geeignete darstellt, ist anhand zahlreicher sogenannter Entscheidungskriterien zu prüfen. Entscheidungskriterien sind Gründungsmodalitäten, Gründungskapital und Finanzierungsmöglichkeiten, die Haftung, Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse, die Rechnungslegung sowie die Ergebnisbeteiligung. Für steuerpflichtige Gesellschaften ist die Frist für die Einreichung der Steuererklärung auf den letzten Tag des siebten Monats nach Abschluss des Geschäftsjahres festgelegt. Die Erklärung muss sich auf den genehmigten Jahresabschluss stützen. Fällt der Abgabetermin auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so gilt der nächste Werktag als Abgabetermin. Die Einkommensteuer wird regelmäßig jährlich nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres veranlagt. Die Jahreszahl des Steuer- oder Veranlagerungsjahres entspricht dabei dem vorangegangenen Kalenderjahr, dessen Einkünfte besteuert werden. Ansonsten wird das vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr zugrunde gelegt. Detaillierte Informationen zur steuerlichen Seite der Bar- und Sachgründung von Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften finden Sie in unserer Studie. Zu den Gründungskosten sind sicherlich all diejenigen Kosten zu rechnen, die im Zusammenhang mit der rechtlichen Entstehung einer Unternehmung und unabhängig von der Rechtsform anfallen. Die Praxis zeigt, dass unter anderem folgende Aufwendungen hierfür anerkannt werden: Beratungshonorare für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, Notarkosten, Gebühren für die Eintragung in die zentrale Datenbank der Unternehmen,
sowie Kosten resultierend aus der Hinterlegung und Veröffentlichung diverser Dokumente beim hierfür zuständigen Gericht. Man unterscheidet hier zwischen einem sogenannten Verlustausgleich und einem Verlustabzug. Die gesamte Studie finden Sie auf der PushGR-Plattform unter www.push-gr.eu.